So, hi Leute, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich kriege Nachrichten von Max, meinem Mod, ne? Hier, so, hey Mike, direct, but wait, it's Mario. Und dann diesen Link. Ich dachte mir so, okay, ich lese mir das hier gerade so durch, hier, new products releasing before Spring 2021. Okay, dann dachte ich, okay, eine Mario Direct wird irgendwann angekündigt am Ende des Jahres. Okay, cool. Aber dann schreibt er, ich glaube, das wird die beste, beliebteste Direct seit langem. Und dann schickt er mir den Link. Okay, bist du bereit? Ja, ich hab's schon. Ich bin gerade durch den Regen gelaufen, ich hab für auf nichts vorbereitet. Vielleicht wird daraus ein lustiges Video, ich weiß es nicht. Ja. Let's go, jetzt einfach go. Du wirst schreien. Okay. Ich nehme auf, oder? Ja, ich nehme auf. Alles gut. Hello everyone. This year marks the 35th anniversary of the original release of the Super Mario Brothers game. And today, we will be announcing upcoming Super Mario games and products. Pretty World! Pretty World! Spring 2021. 64 HD! Okay, here we go. Here's a classic way to play Super Mario Brothers. Das ist so. Haben wir nicht schon versus Super Mario Bros. Auf der Switch? Okay. Das ist nicht für die Switch. Warte, warum sieht das so weird aus? Super Mario Bros. Oh, du wirst schon sehen, was das ist. NES in 1985 can now be played on this special Game & Watch system. Wisst ihr noch damals vor ein paar Monaten, als Sega diese mini kleinen neuen Elektro-Konsolen released hat mit 4 Spielen pro Farbe? Daran erinnert mich das gerade. So you can play the game smoothly. Werde ich mir holen. Since it's a Game & Watch product, it also functions as a clock. And in honor of the game's 35th anniversary... Hä? Yoshi? Moment! Yoshi in Mario Bros. 1? Boom! Ich bin gar nicht mehr aufgefallen. Warte, Max, wann kam eigentlich dieser Stream raus? Also, das wurde geshadowdropped, ne? Ja, es kam vor fast einer halben Stunde raus. Was? LOL! Das Dumme ist sogar, ich wäre sogar eine Viertelstunde früher da nach Hause, aber der scheiß Bus ist einfach nicht gekommen. Ich musste einfach länger warten. Der ist einfach nicht gekommen. You can play the Super Mario Brothers The Lost Levels game on it. Das ist so krass. Das war für mich eines der Highlights von The Direct. Hä, hey, aber ohne Witz, Leute, wenn ihr das sehen wollt, ich werde das unbedingt auch kaufen, denke ich. Limited Production Scheiße. Nur warte, November, das November 13, das sollte passen. Geiles Crossover noch. Also bin ich mit Geist-Crossover. Yes! 3D World! Switch System. Boah, was hat das so lange gedauert, Nintendo? Gibt's Pre-Chat zumindest? Alter, warum hat das so lange gedauert mit 3D World? Das sieht nicht mal besser aus! Mario 3D World. Jetzt kommt aber noch was. Wo ist das neue Feature, Nintendo? Zwischen dem. Gibt es jetzt etwa Hunde neben den Katzen? Oder vielleicht ja nochmal ein neuer Charakter. Oder vielleicht kann man jetzt als Bowser spielen. Oder als Bum Bum Brumbrina und Katzenkugelfili. Und Hase. Komm da! Ich werde das sowas von hochladen, glaube ich. So random einfach. Oh, ich hab das Spiel so gerne auf der Wii U gespielt, als ich noch hatte. Oh, das Spiel ist richtig gut. Das ist mein Lieblingsspiel. Ja, so, jetzt gibt's nur noch ein einziges Wii U-Spiel, was ich noch auf der Switch haben will: Nintendo Land. Dann habe ich alles von der Wii U-Library rüber. Plus? Plus? Wo ist mein Deluxe? Smash? Sieht für geil aus, aber was ist das? Neue Welt? Weltkatze-Glocke? Ist das wirklich einfach Weltkatzenglocke? Oder was ist das? Bowser's Fury? What? Ich hab's einfach kaum verstanden.
Danke. Danke für den Cliffhanger. Danke. 2021. Warte. 12.2021. Ich wollte gerade sagen, warum Dezember? What the fuck? Aber das ist Februar. Okay. Clash in this. Hatten wir das nicht gerade schon? Hatten wir das nicht gerade schon? What the fuck? Nintendo! Welcome to Super Mario Brothers! Remake! With 35 players? 100 Mario Challenge, aber mit 35? Warte, was? Nein. Compete against other players. Das ist Super Mario Battle Royale! Nein, das ist nicht Tetris! Das ist. Nein! Das ist Tetris Battle Royale, aber mit Mario! Nintendo, ihr Schlawiner, bei Tetris abgeschaut, ne? Ja, ja. Use the item Roulette. Ja, moin! Es ist wirklich einfach Tetris! Keep going until you're the last Mario standing. Falls man laggen sollte, liegt daran, dass man das gerade angemacht hat. Oh, guck mal, Nintendo Switch Only Members. Ja, gut, dann kann ich das spielen. Warte, wann denn? Oh, 1. Oktober, geil. Warte, man kann das nur bis. Okay. Warum auch immer? What could this one be? Okay, lass mich raten. Mario 64 HD! Was? Ja, die Geräusche. Das Spaß. Das war für mich die größte Enttäuschung von dem ganzen Direct. Oh nein. Ja. Das ist nicht AR, oder? Oder was ist das? Nein, das ist diese RC-Card. Warte, nein, das ist nicht das Highlight, oder? Oh, das geht doch voll lange, nein, oder? Nein, was? Nein, das ist nicht das Highlight. Das ist okay. Nicht das Highlight. Okay. Digga, ich hab nicht mal Steam an. Daran erkennt man, dass ich mein PC gerade angemacht hab. Das Beste kommt noch. Als sie sagten, sie arbeiten an ein neues Mario Kart, was nicht Mario Kart 2 ist, habe ich nicht gedacht, dass das ein RC-Card-Videospiel ist. Mike. Aber okay, ne? Mike, das hat Tourennamen. Das hat was? Es hat Tourennamen. Nein. Eigentlich. Das ist nicht Mario Kart 8-2. Du sagst nichts. Das könnte vielleicht sogar nichts heißen. Lol. Ganz ehrlich, so dumm ist das eigentlich gar nicht. So eine Marketingperspektive ist das halt echt mega, mega nice. Ich würde es mir aber niemals kaufen. Ja, wir sind zu alt dafür, aber. Ja, das ist ja bestimmt. Stell dir vor, du bist ein Vater oder eine Mutter, siehst das, du denkst so, boah, mein Kind liebt Mario, mein Kind liebt Autos und liebt Mario Kart voll. Das wäre einfach wirklich das Beste, was man kaufen könnte. Home Circuit? Mario Kart Tour Home Circuit. Ne, Mario Kart Live Home Circuit. Live, Leute, das ist live. War, alle anderen Mario Kart Spiele waren nicht live. Aber das ist live. Ich hab Tour. There are even more ways to enjoy 35 years of Super Mario Brothers. 64 HD. From now through March 2021, you can enjoy the 35th anniversary of Super Mario Brothers in these ways. Complete Super Mario related missions and you could receive cool rewards, including a special pin set. Pins are available while supplies last. So get started today and learn more by visiting the official website. Mario Kart Tour will be having a Super Mario Kart Tour event with special appearances by Mario and Donkey Kong Jr. from the original Super Mario Kart game. Historical Super Mario items and die wir leider nicht in Deutschland haben. 35th anniversary themed merchandise will be available for purchase at the Nintendo New York store and store.nintendo.com.
A 35th anniversary themed Ninja Speedruns course is coming to the Super Mario Maker 2 game. The Super Smash Bros. Ultimate game will be having an in-game online tournament. Smash! Oh my god! Smash! Was? Mario? Was? A Super Mario themed Splatfest is coming to the Splatoon 2 game in January. Keychains will also be available as a My Nintendo reward closer to the Splatfest. In addition, physical Splatfest t-shirts will soon be available for purchase online. Super Mario themed furniture will be added to the Animal Crossing New Horizons game. And there's more where that came from. Be on the lookout for the following Super Mario themed product. Dieses alte Artwork so geil. LOL! Fucking Mario Snake. Oh mein Gott, Leute! Monopoly Super Mario! Jenga! But watch out! There's Bowser! Die sehen aus wie die Dinger, die wir bei uns im Saturn haben. Das hole ich mir, Alter. Das hole ich mir. More details will be available on our 35th anniversary website and our official Nintendo of America Twitter account. Gibt's bitte noch ein Spiel, was mich hypt? Experience four classic Mario games in Super Mario. Was hat er gesagt? Plus, experience four classic Mario games. Warte. Super Mario All-Stars. Warte. Es ist nicht das, was du denkst. Was ich gerade denke, ist Super Mario All-Stars, was original auf dem SNES rauskam, was dann re-released mit Mario World auch auf dem NES rauskam, was dann aber nochmal exakt das gleiche Spiel für eine Anniversary nochmal auf der Wii rauskam, aber ohne Mario World, kommt jetzt nochmal für Nintendo Switch Online. Genau. Super Mario Brothers, Super Mario Brothers 2, Super Mario Brothers 3 und Super Mario Brothers. Das Highlight kommt noch. Okay, ich wollte gerade sagen. Audio and visuals are upgraded from the original NES and Famicom version. Digga, die tun so, als wäre das ein neues Spiel. Wann kam das Spiel raus? 1990? Super Mario All-Stars. Das ist doch gut. Release. The audio and visuals are upgraded from the original NES and Famicom versions. Oscar. Super Mario All-Stars will be available in the Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online Collection. Wieso hast du da so lange Pause gemacht? Hör mal. Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online Collection later today. Dieses Minus hat den voll ignoriert. How is everything so far? Ja, interessant, aber noch nichts, was mich umhaut. The next one. Jetzt kommt. Last announcement. It's me, Mario. Mario 64 HD. Nicht das. Was? Nein. Das ist kein Port. Nein. Warte, warum steht da Press Plus? Du wirst es schon sehen. Warum steht da Press Plus? Mario 64 PC auf der Switch, war's okay. Das ist HD. Das ist die HD-Version. Remake. Nein. Warte, ist das mit Luigi? Nein. Es ist einfach nur Mario 64. Wer die verkauft das für 60 Euro, Nintendo? Ich kauf das nicht für 60 Euro. Mike. Es kommt doch was! Warte, die Grafiken sind geupdatet. Guck mal, das da hier. Und das da, das ist alles neu hier. Also doch ein HD? Mike! Jetzt kommt's gleich! Du weißt, was das ist, oder? Sunshine 2? Mike! Darf ich schon sagen? Nein! Nix sagen, ich will's selber sehen. Ich hab mir extra für dieses Spiel einen Gamecube gekauft. Von einem Jahr oder so. It's gone. Ja, Galaxy Icewind 2. Gleich kommt noch 2 und dann alles für 60 Euro! Aber. Jetzt bekomme ich gerade. Warte, es kommt noch mehr? Nix sagen, Max. Nix sagen! Entspann dich! Okay. Oh, dieses dumme Power-Up. Aber ich weiß nicht, ich spiele sowas von Let's Play, Leute. Wahrscheinlich auf der Switch, weil das ist ja hier am besten.
Vor allem, ich habe keine Wii und Wii U mehr, deshalb Mario Galaxy ist sowas noch auf der Switch. 64 und Sunshine? Weiß ich noch nicht. Warte, nur die drei? Wo ist Sunshine? Wo ist... Tada! Mike? Schau dir, wann es rauskommt, vor allem. Warte, wo ist Galaxy 2? Oh, warte. Das ist mir gar nicht aufgefallen! Jetzt haben wir alles auf der Switch außer Galaxy 2. Nintendo, what the fuck? Ist mir gar nicht aufgefallen! Warte, aber Max, Max, das kann doch nicht alles sein. Das dauert noch voll lange. 3 Super Mario 3D Platform. Alter, das sieht so cool aus, das Render. One collection. The Super Mario 3D All-Stars game is coming to the Nintendo Switch system. In addition to having higher resolutions than the original versions, the games have been optimized for a smooth gameplay experience on Nintendo Switch. Aber ich dachte, Switch. Die machen... Plus, music from all three titles will be included in the collection. In music player mode, you can enjoy your favorite Mario tunes anytime, anywhere. Ich kann zum ersten Mal mein Leben Sunshine spielen, wie geil. Super Mario 3D All-Stars will launch on September 18th. Mike. A limited... Das kommt in weniger als 2 Wochen raus. Weniger als 2 Wochen. Nein, nicht weniger als 2 Wochen. Hä? 2 Wochen und ein Tag. Oh. Den ersten dritten. Warte, das wird bestimmt 60 Euro. Ich hab kein Geld. Run Retail Edition and a digital edition of the game will be available for... Ich hab vor allem alle Spiele außer Galaxy schon. In Cartridge und CD natürlich. Mike, soll ich dir das Dümmste sagen? Was denn? Ich hab vor kurzem ja 64 DS und Galaxy 1 und 2 gekauft. Limited time until the end of March 2020. Warte, ich will weiter gucken. Pre-orders will be available starting today on Nintendo eShop. So, what did you think of our Super Mario Brothers 35th Anniversary Direct? Mike. As you can see, was ist? Ich hab schon gesagt, das ist das Letzte. Haben die vorgesagt? Wir haben all diese Spiele auf der Switch. Aber wo ist Galaxy 2? Warte, wo ist New Super Mario Bros. DS? Ja gut, das kann man für 3DS spielen, scheiße. From the original Super Mario Bros. Game to the latest installment. Warte, wo ist Wii? Wo ist 2? Wii würde ich noch gerne sehen. Das sind die, wo auf der Switch sind. Was meinst du, was fehlt noch? Was meinst du, was fehlt noch? New Super Mario Bros. 2. Ja, aber es ist ja auch ein Brettespiel. Super Mario Games can be played on Nintendo Switch. In addition, if you include all related games, there are even more available. We hope you'll take this opportunity to play each and every one of them. By all of our games, especially Mario. That's it for our Super Mario Brothers 35th Hä? Anniversary. Allah, laber nicht. We'd like to close with a look back at the history of Super Mario Brothers. Thank you for watching and playing. Was? Was? The fuck? Was ist mit der Musik los? Hört mal. Und dann war's einfach. Oh mein Gott, dieses Spiel habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Hä, warum ist das alles so pixelig? Hä, lol, oh mein Gott, wie cool. Das muss ich unbedingt spielen. Das werde ich unbedingt für 60 Euro jetzt kaufen. Digga, ist das cool. Eigentlich kannst du schon abschalten, weil ich sage noch nur die ganzen Mario-Spiele. Oh mein Gott, lol, ist das Mario? Hä, er hat Pupillen? Boah, hä, aber Luigi nicht, the fuck? Ich hätte das Spiel auf dem fucking 3DS. Mag sich auch. Oh mein Gott, was ist das denn? Hä? Es gab Mario für den Gamble Boy? Alter, warum sieht das so schlecht aus, das Spiel? Was ist das denn? Ein Superball? Ii. Ich spiele doch nicht mit Bällen. Mein Nintendo zeigt mir ein anderes Spiel. Oh mein Gott, Super Mario Bros. 3? Mario ist einfach ein Mörder. Peter hatte immer recht. Was? Lol, wusste ich gar nicht. Mario Welt? Mario hatte damals schon eine Welt? 1991? Ich dachte erst jetzt mit 3D-Welt hat er eine eigene Welt. Gut, dieses ist natürlich dann erst 2D. Juhu! Yippie! Mario ist 64.
Junge, warum sieht die Grafik so schlecht aus? Schaltet das Original, I guess. Ja, aber selbst ich hätte das besser machen können mit dem Original. Das ist so vor allem so aufgehellt. Was haben wir gemacht? Oh, Marios Polygone so schlecht, aber hier in diesem Spiel, ne? So gut. Das sieht aus, als wäre er aus der Switch. Ich hätte vor dieses Spiel auf der Switch, Alter. Ja, kommt in 2 Wochen. Das war ein Joke. Warum kommt das nicht auf die Switch? Nintendo! Bringt mein Lieblings-Mario-Spiel auf die Switch. Also 2D-Mario. Ich sag's wirklich, das ist neben World mein Lieblings-2D-Mario. Das ist mein Lieblings-2D-Mario. Sowas von. Ich starte mit World. Bei die greifen World sieht aus. Ich muss sagen, Galaxy 1 und 2 fand ich persönlich nie so gut wie 64 und Sunshine. Das sind gute Spiele, aber nicht so gut. Das hier, wo ist das hier auf der Switch? Ich muss halt Galaxy noch spielen. Ich hab die ja auf der Wii. Und jetzt kommt das. Wo ist das hier auf der Switch? Wo ist das hier? Okay, 3DS. Der ist noch zu neu. Der 3DS ist halt noch zu neu für die Switch, für Nintendo, dass die da Remakes draus machen von 3DS-Spielen. Das ist halt das Blöde. Also muss man sich ein 3DS kaufen, wenn man diese Spiele haben will. Ja, hörst jetzt auf? Lol. Ja, das waren alle Mario-Spiele, die wir bisher released haben. halt alle normalen Mario-Spiele, weil alles klar. Die haben kein Mario und Luigi gezeigt. Gibt's irgendwas, was ich hierzu noch sagen brauche? Okay, kurzes Recap. Das erste, was wir gesehen haben, war dieses sehr seltsam aussehende Mario-Spiel für Game & Watch. Zusammen mit einer Uhr und einem originalen Game & Watch-Spiel. Wie viel das kosten wird? Vermute mal so viel wie Switch-Spiel vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Was würdest du sagen? Dass der Game & Watch überhaupt supported wird, finde ich auch krass. Das finde ich mega cool. 3D World haben sie endlich auf die Switch gebracht. Das hat 10 Jahre gebraucht, gefühlt. Warum es Plus heißt? Denn es kommt Bowser's Fury. Doch wer ist Bowser? Und was ist mit seinem Fury? Was ist mit Terry's Fury? Fatal Fury? Wir wissen es noch nicht. Wir werden es erst nächstes Jahr erfahren. Also das Spiel werde ich auf jeden Fall auch holen. Auch wenn ich mir damals 3D World für 25 Euro gekauft habe. der Spiel jetzt wieder 60 Euro. So, Tetris 99, aka Mario 35, denn 99 Spieler, niemand spielt Mario zu 99. Deshalb sind es 35. Ist eine coole Idee, das gleiche mit Mario zu machen, was man bei Tetris gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommen wird. Und ich verstehe nicht, warum das nur bis Ende März geht, das Spiel. Verstehe ich überhaupt nicht. So, dann neues Mario Kart. Ist aber pretty lame. Es ist nur für kleine Kinder, würde ich persönlich jetzt sagen. Also, ich werde es mir wahrscheinlich eher nicht holen. Also, das werde ich auf jeden Fall auch spielen. Aber das hier eher nicht. Aber diesen Screenshot hier finde ich lustig mit dem Goomba hier. Dann habe ich das hier gesehen. Endlich! Endlich kann ich Mario verunstalten. Auf der Switch. Halt jetzt von 84p auf 27p, 30 FPS gelockt in Handheld Mode. Das war's für heute. Max, wie fandest du die Direct? Direct? Naja, ich interessiere mich nicht so krass für Mario. Also, geil, dass für die World jetzt rauskommt. Ich werde es mir höchstwahrscheinlich nicht kaufen, weil ich hab's. Weil ich möchte schon meine Wii U noch benutzen. Ich mag die Video noch. Ist eine geile Retro-Konsole. Ja. Für Virtual Console. Das wollte ich gerade sagen. Ich benutze meine Wii U 99% für Virtual Console oder für Wii-Spiele, aber die Wii U ist ja noch geil. Mhm. Und dann dieses All-Star-Ding, ich werde es mir etwas später kaufen, anstatt in fucking 2 Wochen. Mein Highlight
Weil eigentlich kaufe ich mir das nur wegen Sunshine. Weil ich würde sagen, das Beste hiervon ist auf jeden Fall das, was wir als letztes genommen haben. Nämlich hier, das hier. Es sieht vor allem auch mega nice aus. Guck dir Mario 64 an. Guck dir diese, Mario diese. Es ist zwar das gleiche Polygon, ne? Aber guck an, wie gut es aussieht. Mit dem Shading und alles. Das sieht so geil aus. Und ich hoffe, das Spiel hat auch bessere Shading. So wie hier auf dem Artwork. Das wäre nämlich mega geil, wenn sie alles gleich lassen würden. Aber hier das Spiel einfach ein bisschen modernisieren. Mit mehr Shading und ein bisschen HD halt. Also dass es nicht so aussieht, als würdest du dafür das Original spielen, nur auf einer anderen Konsole. So, bevor wir jetzt das hier beenden. Als ich am Anfang gesagt habe, bitte Mario 64 HD. Ich meinte damit eigentlich HD-Grafiken, aber das ist tatsächlich auch okay. Damit kann ich leben. Und es ist nice. Und Sunshine freue ich mich auch drauf. Mario 64 werde ich übrigens auf Twitch Speedrun, wenn es rauskommt. Also schaut auf jeden Fall vorbei. twitch.tv/markbisusammen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Erstmal Werbung gemacht am Ende. Woo, hau rein, wow, ciao.